Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jedenfalls gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Patrick Vieira hat so viele Qualitäten am Ball, aber viel wichtiger, er hat eine sensationelle Mentalität. Definitiv, Hansi, aber er kann eben mehr als nur das Spiel des Gegners zu zerstören. Ganz genau, und das finde ich so faszinierend. Er ist defensiv eine Bank und offensiv eine Waffe. Vieira hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Mbappé hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Das war abseits. Ja, so ist es auch. Messi. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. Das sieht vielversprechend aus. Da ist die Chance. Und Tor! Wirklich verdient. Kurze Ecke. Sergio Ramos. Da kommt die Hereingabe. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Er hat den Ball kontrolliert. Das sieht gut aus. Messi entscheidet sich für den Rückpass. Johan Cruyff. Und er zieht ab. Es fehlt nur ein Millimeter zum Tor. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Was ihm fehlt zur absoluten Glückseligkeit, das sind einige Zentimeter. Messi hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war es dann auch schon. Raus auf die linke Bahn. Überhaupt keine Zweifel, das war faul.
Vieira. Ja, gar keine Frage, das war faul, also Freistoß. Piqué. Das ist Cristiano Ronaldo. Da kommt die Flanke. Dafür bekommt er den Einwurf. Cristiano Ronaldo. Was für ein dicker Klopf! Nedved. Messi. Bislang ist die Führung okay und gleich ist er auch okay. Puyol geht hier ungeschickt in den zweiten Jahr. Freistoß, klare Sache. Maldini. David Beckham. Vieira. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Und die Hereingabe. Na, der Beweis der Auge. Jetzt ist Übersicht gefragt. Zwischenfazit. Ein großes Dankeschön an beide Mannschaften in der Hoffnung, dass es hier im zweiten Durchgang ganz genau so weitergeht. Falls Sie jetzt erst dazugekommen sind, es steht 1:1, klingt ein bisschen überschaubar, aber das Spiel ist wirklich munter. 11:2 läuft schon. So wie ich das überblicken kann, kommen beide Teams personell unverändert. Schon mit zweimal Gelb. Maldini. Becker. Der Torhüter ist zu still. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Messi. Ist das die Anweisung des Trainers? Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken.
Vieira. Vieira spielt den Ball nach rechts. Der könnte durchkommen. Cristiano Ronaldo. Vieira spielt ihn vorher. Mit viel Gefühl. So jagt man heute den Ball. Puyol. Und er bezieht clever seinen Keeper im Spiel. Lang nach vorn. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Sie brauchen jetzt mehr solche Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das sehe ich ganz genauso. Nedved. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Er bringt ihn. Da hätte er sein Solo verüben können. Da lässt er sein ganzes Können aufblitzen. Immer wieder herrlich anzusehen, aber er muss das Ding natürlich reinmachen. Zeit für neues Personal. Das ist Antizipation. Das ist Mbappé. Piqué. Ab auf die Flanke. Pfiff, wahrscheinlich abseits. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Der kommt an. Vieira. Vorsichtig sein, da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Um Himmels Willen, was macht Cristiano Ronaldo? Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel.
Jetzt sind sie vorne. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Da ist der Pass. Und der Assistent hat die Abseitsstellung gesehen. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen Sie weiter zittern. Nedved. Becker. Vieira. Holt ihn sich wieder. Piqué. Fault und somit Freistoß. Ein feiner Pass. Ein Blick. Oh, das kann ins Auge gehen. Jetzt kann er schießt. Ein super Dribbling, doch das ihm zukünftig lassen. Ich bin ja eigentlich neutral, aber bei diesem Solo habe ich richtig mitgefiebert und ich habe gehofft, dass er sich selbst für diese klasse Aktion belohnt. Die Schuss gelingt und er schießt. Doch jetzt erstmal durchatmen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die haben es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz. Ja. Ganz wichtig, dass er darauf antwortet. Ein Glück in der Situation. Kommunikation ist das A und O. Jeder muss seinen Mann im Blick haben. Wie der sich hochschraubt. Der geht gut. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Baldini. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Findet Vieira. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Die Mannschaft hat gezeigt, wie gefestigt sie ist. Sie haben sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind am Ende dafür belohnt worden. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Sie haben den besseren Start in diese Partie.